zuzusichern. Ich finde es beschämend, ich finde es ein Skandal, dass die Welt dazu nicht imstande ist. Und deshalb habe ich... Ja. Das kriegen wir nicht hin, ja. Und, aber nochmal ein Masterplan mit Afrika, ja. Herr Müller. Und ich möchte da noch eins draufsetzen. Wenn Sie 10 Milliarden für 195 Nationen der Welt, allein die Amerikaner, Donald Trump hat in diesem Jahr den Verteidigungshaushalt um 55 Milliarden erhöht. Und uns fehlen 10 Milliarden, um das Überleben der Rohingyas, der Menschen im Südsudan, in Äthiopien vor der Dürrekatastrophe zu retten. Das ist traurig genug. Und da müssen wir Druck machen. Da müssen wir aufstehen. Aber es steht da so ein Begriff, Herr Müller, wir können in so einer Sendung natürlich nicht alles und umfassend besprechen. Ich würde gerne auf einen Fokus wirklich kurz die Aufmerksamkeit. Marshallplan mit Afrika. Was wir hier immer wieder hören ist, wir brauchen jetzt nachhaltige Entwicklungshilfe. Was wir machen müssen ist, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Ja. Und mein Gefühl ist, ich glaube, wir machen uns da was vor. Wir übernehmen uns da. Wir muten uns da etwas zu, von dem wir überhaupt nicht ansatzweise absehen können, was das wirklich bedeutet. Wenn man sich mal die nackten Zahlen aus Afrika beispielsweise anschaut. Die durchschnittliche deutsche Frau kriegt 1,5 Kinder. Die durchschnittliche Afrikanerin kriegt 5. In einem armen Land wie Niger oder Niger. Ja, ja. War das. 7,5 Kinder. Also nirgendwo auf der Welt kommen so viele Kinder auf die Welt. Nigeria hat in den 50er Jahren 60 Millionen Einwohner. Heute sind wir bei 185 Millionen. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung in Afrika verdoppeln. Ja. 2,5 Milliarden Menschen. Wie wollen wir das ernsthaft in den Griff kriegen? Und vor allen Dingen, wenn man dann noch mal eine andere Zahl sieht. Ich habe gelesen neulich, um Afrika sozusagen diese ganzen jungen Leute, die dort auf die Welt kommen, die brauchen eine Perspektive. Eine ernsthafte Perspektive. Wir brauchen einen Arbeitsplatz. Die bräuchten 20 Millionen Arbeitsplätze jedes Jahr in Afrika. Geschaffen werden gerade mal 4. Ja. Das heißt, da fehlen 16 Millionen. Wie wollen wir diese Mammutaufgabe ernsthaft angehen? Also Sie haben mein Marshallplan-Dokument in der Analyse der Herausforderungen gelesen und die Fakten richtig wiedergegeben. Der afrikanische Kontinent verdoppelt sich bis 2050. Aber ich sage Ihnen, wir können die Probleme lösen. Nicht Deutschland alleine. Die Afrikapolitik muss europäisiert werden. Das ist die große Zukunftsherausforderung für Europa. Und da kann es nicht sein, dass wir jetzt in der 7-Jahres-Planung für die nächsten 7 Jahre im Haushalt gerade die Mittel pro Jahr Europas um 1 Milliarde erhöhen. Das ist die große Herausforderung Europa. Aber natürlich auch Deutschland. Und es gibt 3 Komponenten. Erstens, wir müssen die Entwicklungszusammenarbeit verstärken, Leuchttürme schaffen mit öffentlichen Mitteln. Ich setze auf Reformpartnerschaften. Möchte ja auch ganz klar sagen, die afrikanischen Potentaten, und da gibt es viele, sind nach wie vor eines der Hauptprobleme ist die Korruption. Und deshalb ist meine Aussage, kein deutscher Euro in korrupte Kanäle in afrikanische Länder. Okay, das klingt jetzt gut und da gibt es auch Applaus an der Stelle. Herr Müller, ganz kurz. Darf ich einmal einen kurzen Einwurf. Und auch das, glaube ich, steht sogar bei Ihnen in Ihrem Papier. Es ist auch eine dieser Zahlen, die mir immer so durch den Hinterkopf geht, wenn ich über Afrika lese oder über Afrika nachdenke. 50 Milliarden US-Dollar gehen jedes Jahr aus Afrika über dunkle Kanäle irgendwo auf die Isle of Man oder keine Ahnung wo. 50 Milliarden. Das ist so viel wie die gesamte Entwicklungshilfe, die der Kontinent in einem Jahr fährt. Das heißt, 50 Milliarden schieben wir dahin und 50 Milliarden wandern irgendwie wieder, auf jeden Fall nicht in die Taschen der richtigen Leute. Also wie wollen wir denn das ernsthaft verändern? Sie müssen unbedingt Sonderbotschafter meines Ministeriums werden, weil Sie haben die Zahlen. Aber die Zahl stimmt. Sie haben die Fakten besser drauf wie ich. Und das berührt Sie auch. Ja, es berührt mich. Wenn wir dazu beitragen können, und ich freue mich auch, dass das Thema politischen Stellenwert, aber auch öffentlichen bekommt. Wir können die Probleme der Welt, auch Afrikas, nicht durch Zuwanderung nach Europa lösen. Das dürfte jedem klar sein, wenn sich die Bevölkerung verdoppelt. Das ist das eine. Deshalb brauchen wir in Europa ein europäisches Asyl- und Zuwanderungsgesetz. Ja, aber noch mal ganz kurz diese korrupten Potentaten, über die Sie eben gesprochen haben. Mein Jacob Zuma, der ehemalige Präsident von Südafrika, der hatte am Ende seiner Laufbahn, seiner zweifelhaften, 783 Ermittlungsverfahren an der Hacke.
783 Vorwürfe von Korruption, Veruntreuung, ja, das gesamte Paket. Wie wollen wir solche Leute, ja, unter Druck setzen und sicherstellen, dass die in Zukunft dort nicht mehr das Sagen haben? Ich möchte noch mal nur ganz kurz sagen, ja, die Probleme sind lösbar. Nicht mit öffentlichen Geldern. Aber so einen zum Beispiel. Wie kriegen Sie den in den Griff? Die müssen verstärkt werden. Aber das Zweite ist, wir müssen die Wirtschaft, deutsche Wirtschaft, involvieren in Privatinvestitionen. Die deutsche Wirtschaft, Auslandsinvestitionen im letzten Jahr, ja, 0,01%. Ja. Deshalb werde ich niemand investiert in ein Land wie Nigeria, wo du ohne Korruption nicht mal den kleinsten Bescheid... Nicht. Ja, doch. Die Chinesen, 0,01%. Die Chinesen investieren. Nee, die Deutschen, ich rede von den investieren, Deutschen. Und jetzt sage ich Ihnen mal Folgendes. Die Chinesen investieren, das stimmt. Wir reden in Deutschland über die Zukunft Elektromobilität. Um eine Batterie zu bauen, brauche ich Lithium. 90% des Lithiums kommt aus dem Kongo. Mhm. Kobalt Ihr Handy, auch. Ja. Ihr Handy funktioniert nicht. Apple kann zusperren ohne Kobalt und Coltan aus dem Kongo. Und da bin ich beim zweiten Punkt. Handel muss fair gestaltet werden. Mhm. Und Korruption. Zur Korruption gehören immer zwei Seiten. Mhm. Die eine Seite sind die, die die Rechte für Minen vergeben. Und die anderen sind die internationalen Multis, die die Minenbesitzer, die Rechte, die Staats- und Regierungschefs und viele, die dahinter stehen, die Clans abschmieren. Und das können und müssen wir im Zeitalter der Digitalisierung verhindern. Durch Transparenz und durch Offenlegung dieser Verträge internationaler Konzerne. Herr Müller, das läuft seit wie vielen Jahren läuft das so? Ja. Aber wir haben heute dazu die Mittel und die Möglichkeiten. Warum nutzen wir sie dann nicht? Ganz auf Ihrer Seite. Aber das ist nur ein Punkt, der unter dem Unterschrift auch läuft. Die Afrikaner müssen selber mehr leisten. Und sie müssen offenlegen, transparent, ja, Haushalte, Rechnungshöfe, das geht. Wir haben auch Reformländer. Ich möchte noch mal sagen, Deutschland konzentriert sich zunehmend auf Reformpartnerschaften. Ich möchte zunehmend mit Ländern zusammenarbeiten, die gegen Korruption, Eigen Good Governance und die Menschenrechte, ja, akzeptieren. Die bekommen Deutschlands Hilfe und Unterstützung. Sowas wie Ruanda zum Beispiel? Und dann, Ruanda? Herr Lanz, denken Sie an sowas wie Ruanda oder an wen denken Sie da? Ruanda ist in der Korruptionsstatistik besser wie Bulgarien, Rumänien und ganze Reihe anderer europäischer Staaten. Und so, aber der Staatschef von Ruanda, Kagame, Paul Kagame, ist zum Beispiel einer, der sagt, ist seit 2000, glaube ich, dort am Ruder, ja, auch durchaus eine mediokre Figur, aber jemand, der viel vorangebracht hat, auch im Sinne, ja, seines Landes, der aber sagt, weißt du was, Entwicklungshilfe, wir sollten das mal lassen, wir müssen mal selber Verantwortung für uns übernehmen, weil nur das wird uns irgendwann mal aus diesem Elend herausführen. Ja. Sagt der. Und das unterstreiche ich 100%. In Ruanda wird in den nächsten Wochen, ich habe vielleicht die Chance dabei zu sein, eröffnet VW das erste Fertigungswerk für den Polo. Das heißt, die Afrikaner können es, wenn wir sie mit teilhaben lassen. Klar, deshalb investiere ich deutsche Steuermittel ganz vornehmlich in Ausbildung und Bildung. Und zum Thema Kinder- und Bevölkerungsentwicklung. Bildung ist der beste Schlüssel für Familienplanung. Wenn wir Südkorea anschauen, vor 40 Jahren ebenfalls 6, 8 Kinder. Tunesien 6 bis 8 Kinder. Heute 1,5 europäischer Standard. Bildung und volle Gleichberechtigung der Frau führt dazu, dass auch die Kinderzahlen zurückgehen. Jetzt muss ich aber noch einen Schlusspunkt setzen. Ihre Entwicklungen, ne? Also lange Schritte. Also Sie nutzen jetzt die positiven, ja, Beispiele. Ich komme jetzt wieder miesepetrig mit dem Schlechten. Nee. Ein Land wie Mali oder auch Niger zum Beispiel, neulich eine Untersuchung gelesen, nicht nur, dass sozusagen die allermeisten überhaupt keinen Zugang zu Bildung haben. Ja. 90% aller Lehrer in Niger sind nicht in der Lage, die einfachsten mathematischen Aufgaben zu lösen. Ja, was wollen die Kindern beibringen? Das werfe ich denen gar nicht vor. Aber ich will nur sagen, wir sind an einem Punkt, da haben wir offensichtlich auf vielen Ebenen keinen guten Job gemacht. Und wir tragen Verantwortung. Ja. Was heißt guter Job? 1960 wurden diese Länder 1960 in die Unabhängigkeit entlassen. Bis dahin waren sie unterdrückt, versklavt, richtig, Kolonialmächte. Der Kongo, der ein mehrfaches großes wie Deutschland, hatte 1960, als er in die Unabhängigkeit entlassen wurde, gab es drei Kongolesen, die ein Studium hatten. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Wahnsinn, ja. Und deshalb muss man verstehen, Afrika kann nicht innerhalb von 50 Jahren aufholen,
was wir 200 Jahre voraus sind. Aber die Probleme sind lösbar. Und dazu müssen wir aber auch unseren Beitrag leisten. Fairer Handel, ich muss es am Schluss noch sagen, das ist fairer Handel beginnt beim fairen Kaffee, den es hier im Studio leider auch nicht gibt. Ich habe mich vorher erkundigt. Kann sein, ja. Kann sein. Wissen Sie, warum ich das sage? Fairer Handel, das heißt Lieferketten. Wir leben in einem globalen Dorf. Schauen Sie, wir sind aufgestanden heute früh. Ich schaue Sie nicht an, wir haben uns die Haare gewaschen. Das Palmöl, das im Shampoo ist, kommt aus Indonesien. Mhm. Dort brennen die Regenwälder für unser Haarmittel. Dann haben wir auf die Kaffeemaschine gedrückt, da kommt der Kaffee raus aus der Elfenbeinküste. Ich habe diese Familien Kakao besucht. Geerntet, Kinderarbeit wir sind jetzt in und so weiter. Ja, Hamburg, hier ja. Die Sendung ausgestrahlt ist, die Kaffeehauptstadt der Welt. Sie kaufen ein Kilo Kaffee heute, das kostet zwischen 8 und 10 Euro. 8 und 10 Euro. Und in der Packung sind 50 Cent Bohnen drin. Die Familie, die in den Plantagen arbeitet, 12 Stunden am Tag, bekommt ein so kleines Minimum. Die bekommen 50 Cent für die Verpackung. Wir zahlen 10 Euro. Das ist nicht gerecht. Wir müssen vor Ort gerechte Preise bezahlen. Herr Müller. Wir können diese Liste endlos fortsetzen. Ich kenne all diese Themen. Es gibt auch ein großartiges Buch dazu, das nichts von seiner Aktualität verloren hat. Jean Ziegler, ja, Imperium der Schande. Da kann man das auch alles ganz dezidiert nachlesen. Es gibt auch ein Buch Unfair, Globalisierung, das Sie geschrieben haben, zum Beispiel. Genau, genau. Das, haben Sie recht. Der Hinweis ist richtig. Ich frage mich dann nur manchmal an dem Punkt. Sie haben vorhin angesetzt und kurz über Handys, Coltan und so weiter gesprochen. Ich meine, all diese Dinge, ein großer Konzern auch wie Apple, ein großer Konzern wie Amazon, ein großer Konzern wie viele, viele andere. All diese Leute haben optimierte Steuersparmodelle. Ein Bruchteil davon würde ausreichen, einen großen Teil davon zu ändern. Was den Kaffee angeht, faire Handelsbedingungen, was soll denn ich als Verbraucher machen? Sie können das ändern. Sie sitzen an den entscheidenden Hebeln der Macht. Und wenn es um Steuern geht, Apple, Amazon und andere, habe ich Wolfgang Schäuble im Ohr auf einem Gespräch in Moskau, der ehrlich gesagt sehr herummurmelte und rumstammelte und sagte, ist alles schwierig, da internationale Steuerabkommen zu treffen und so weiter. So kriegen wir das nicht hin. Und ich weiß auch warum. Es gibt einen internationalen ein Wettrennen sozusagen um Steuereinnahmen. Und 60% der deutschen Gewinne von deutschen Unternehmen werden auch im Ausland gemacht. Wir wollen gerne, dass dieses Land hier besteuert wird, dass dieses Geld hier besteuert wird. Und das ist der Grund, warum wir da nicht ernsthaft mal eingreifen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Facetten und Seiten. Sollte ich nicht mehr berufen werden, schlage ich Sie als Nachfolger vor. Ja, ja. Geht doch. Aber Herr Lanz, Sie wissen, was ich meine. Wissen Sie, man ist teilweise so müde davon. Wir führen diese Gespräche einmal in der Woche, einmal im Monat. Wir führen sie über Jahre hinweg und es ändert sich nichts. Die Dinge bleiben einfach immer gleich. Das ist der Punkt, um den es geht. Und Sie haben mich deshalb eingeladen, weil Sie wissen, wir müssen das ändern. Sie sind einer von den Guten, ich weiß das. Nein, und ich sage... Ja, das ist ja so. Ich weiß ja, dass das ein Anliegen ist. Ich sage auch der Bevölkerung, steht auf und ändert was im eigenen Verhalten, beim Konsumverhalten, beim Einkauf können wir selber beginnen. Aber dann müssen die Regierenden natürlich handeln. Genau. Ich habe ein Thema auf den Tisch gelegt die letzten Tage, da kann mich jeder unterstützen. Finanztransaktionssteuer, die großen Konzerne, die großen Spekulanten, Computerspekulationshandel an der Börse. Wenn wir mit 0,01% diesen Handel belegen, dann ist vielleicht der ein oder andere Fußballstar. Herr Müller, seien Sie mir nicht böse, aber kein Bürger in Deutschland betroffen. Ja. Und wir würden 60 Milliarden Euro in Europa einnehmen. Herr Müller, aber wie lange reden wir darüber? Ja. Wissen Sie, warum wir darüber immer noch reden? Einer der Gründe ist, dass wir, und das war, glaube ich, der Deal damals in der EU, das wissen Sie ja viel besser als ich, wir haben mit Cameron gedealt,
und haben gesagt, pass auf, ihr guckt nicht so ganz genau auf die Grenzwerte unserer Autos und wir gucken nicht so ganz genau auf die Finanztransaktionssteuer. Das ist die bittere Wahrheit. So, und da dreht sich alles immer im Kreis. Und wann immer wir mit einem Finger auf andere zeigen, zeigen 10 Finger mindestens wieder auf uns zurück. Ja. Das ist die bittere Wahrheit. Ja, und jetzt sind die Briten draußen, jetzt können wir handeln. Jetzt haben wir einen Finanzminister aus Hamburg, der muss das jetzt voranbringen. Sehr gut, okay. Ja. Herr Müller, Wahnsinn. Wir zwei. Ja, wie immer große Freude. Ich weiß, Ihnen kann man das einfach mal so in den Kopf werfen, weil Sie sind einer, der das ab kann. Und ich weiß, mit welcher Leidenschaft Sie das betreiben. Das ist nicht einfach. Sie müssen da dass Sie die Themen mal ansprechen hier. Dankeschön, sehr gerne. Wir finden da auch viel zu wenig Öffentlichkeit. Entwicklungspolitik, das ist kein Nebenthema mehr. Nee. Das berührt uns in der ganzen Breite. Klimaschutz, Hunger. Wirtschaftsentwicklung, also es sind zentral berührende Themen. Und das Nebenthema sitzt direkt neben Ihnen, wenn Sie mal schauen. Sitzt eine junge Frau, die... Sie kommt aus einer interessanten Region. Genau, im Irak Region. Geboren, im Grunde da, wo Sie gerade unterwegs waren. Sie kommen woher genau, Frau Jaff? Aus dem Nordirak, Sulaimania. Das heißt, Sie sind Kurdin, ja? Und genau. Wo im Nordirak? Aus Sulaimania. Ah ja, ich war gerade in Dohuk. Ach, schön. Ja, ja. Okay, Sie tauschen gleich Ihre Reiseberichte gegenseitig aus. Das machen wir dann nach der Sendung. Welches Bild haben Sie von der Heimat Ihrer Eltern? Also meine Eltern haben sichergestellt, dass ich stolz bin, aus dem Land herzukommen, wo so viel Kultur ist, wo so viele tolle Menschen leben. Mhm. Ich wurde auch immer wieder darauf quasi zu Hause aufmerksam gemacht, dass ich Kurdisch reden soll mit meinen Eltern, weil es ist so ein tolles Kulturgut und das hilft mir einfach anders zu denken und die Welt um mich herum auch ein Stück besser zu verstehen. Die Welt ist so divers und diese Kultur hat mir einfach so viel mitgegeben. Das ist total interessant, dass Sie das sagen. Sie sagen also Ihre Eltern, die mit Ihnen, Sie waren, glaube ich, ein Jahr alt, ne? Sind Sie nach Deutschland gekommen. Ja. Was war die erste Anlaufstation? Wo sind Sie hingekommen? Wir waren im Asylheim. Aber wo? Wir sind über Syrien erstmal gegangen. Ja. Da waren wir ein halbes Jahr. Nee, aber in Deutschland. Was war die erste Anlaufstelle in Deutschland? In Deutschland, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, direkt Nürnberg. Okay, wo Sie heute noch leben. Genau, Okay. Genau. Und Sie sagen, Ihre Eltern, denen war es wichtig, dass Ihre Kultur, dass die hochgehalten wird, was ich ehrlich gesagt total verstehen kann. Und gerade auch, wenn man dann fern der Heimat ist, wird man ja eigentlich erst zum richtigen Patrioten, weil man sich überlegen muss, wer bin ich denn eigentlich und wo komme ich denn eigentlich her, was macht mich eigentlich aus? Deswegen finde ich auch immer gut, dass es 2 oder 3 Staatsbürgerschaften gibt, weil ein Mensch kann sehr viel mehr sein, als einfach nur so die eine Seite der Medaille, kann auch noch die andere Seite der Medaille sein. Aber trotzdem haben Ihre Eltern offenbar eine Menge richtig gemacht. Wie schwer war das, in diese Gesellschaft, in diese deutsche Gesellschaft wirklich reinzukommen? Wie haben Sie so gut Deutsch gelernt? Wie war Ihre Ausbildung? Wie ist das alles gelaufen? Also ich muss ja noch mal sagen, ich bin hergekommen, als ich ein Jahr alt war. Sie, aber Ihre Schwester war 6 Jahre älter, ne? Aber meine Schwester, über die würde ich gerne kurz mehr reden, weil sie einfach größere Probleme hatte, auch mit der ganzen deutschen Sprache klarzukommen, mit dem Schulsystem und sich generell in der Kultur hier wiederzufinden, war für sie noch mal was anderes. Sie hat die erste Klasse quasi im Irak gemacht und hat Kurdisch sprechen gelernt, Kurdisch schreiben gelernt und ist alles mit Freunden, mit Familie, also die ganze Sozialisierung, ist Kurdisch, dort passiert. Ja. Genau. Und dann auf einmal bist du halt in Deutschland. Ja, du sitzt in Nürnberg. Genau. Und ich weiß noch, wie meine Mama Deutsch gelernt hat und wie meine Schwester mit ihr gemeinsam Deutsch gelernt hat und sie einfach quasi Verben irgendwie durchkonjugiert haben. Oder ich weiß nicht, also es gab so viele Momente, wo ich einfach weiß, die ganze Familie saß zusammen und hat wirklich gemeinsam versucht, diese deutsche Sprache für sich nochmal zu enträtseln und gemeinsam das Ganze zu erlernen. Das heißt, Sie haben wirklich richtig gepaukt, weil Sie wirklich Teil dieser Gesellschaft werden wollten. Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was Sie gemacht haben. Ja. Ihre Eltern haben einen interessanten Hintergrund. Ihre Eltern sind beide einen Universitätsabschluss, der aber hier nicht anerkannt worden ist. Genau, ja. Also bis vor 2 Jahren habe ich sogar noch mit meiner Mama an einem Antrag gesessen, dass wir noch mal erklären, wo sie denn studiert hat und dass die Uni, wo sie denn auch studiert hat, dass sie niedergebrannt ist. Und das ist alles hochemotional auch für sie, weil sie einfach nach 10, 20 Jahren noch immer darum kämpfen muss, als jemand anerkannt zu werden, der auch studiert hat und der Akademiker ist. Der was studiert hat? Was hat Ihre Mutter studiert? Sie hat BWL studiert, genauso wie mein Papa auch. Und also die zwei, ich glaube, das sind die Menschen, die ich am
meisten respektiere, weil sie einfach so hart arbeiten. Und ich sehe sie einfach jeden Morgen, wie sie mir das auch in die Wiege so ein bisschen gelegt haben, dass man fleißig sein muss, wenn man seine eigenen Ziele erreichen muss. Und das ist so, das sehe ich einfach jeden Tag, wie hart sie arbeiten, um mir das zu ermöglichen, was ich heute auch habe. Das heißt, das ist wirklich interessant, das zu hören. Das ist aber alles nicht der Grund, Frau Jaff, warum Sie heute hier sind. Ich habe das vorhin schon gesagt, unerlaubterweise oder unverschämterweise, Sie sind 22 Jahre alt, ja, und sind jemand, der als eine wirklich talentierte Programmiererin gilt. Wann hat das bei Ihnen angefangen? Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, ich habe da Spaß dran? Was war die Idee für die erste App, die Sie erfunden haben oder mitentwickelt haben? Okay, also wenn ich jetzt mal so unverschämt sagen darf, das ist alles aus der Faulheit entstanden. Ich wollte einfach mal wissen, ob ich jetzt am nächsten Tag in der Schule eine Stunde später in die Schule gehen soll oder halt zwei Stunden später habe. Oder ob sie pünktlich auftauchen muss. Ja. Und es war so immer so ein Struggle, also es war so eine Herausforderung jedes Mal aufzustehen und dann saßst du da vor diesem Vertretungsplan, den es dann nur analog gab. Es war so ein Stück Papier und dann hast du da gesehen, okay, ich hätte zwei Stunden schlafen können. Super gelaufen. Und ich dachte mir so, ich will das digitalisieren, ich will das auf meinem Handy sehen. Und so kam das dann, dass ich gesagt habe, okay, dieser Vertretungsplan, der muss auf all unseren Handys irgendwie rübergebracht werden, sei es als PDF-Version allein oder irgendwie. Sie wollten einen digitalen Stundenplan. Genau. Ja? Das war die Idee. Das war die Idee. Das heißt, die Idee wäre gewesen, Sie sehen dann morgens auf diesem, wenn Sie erstmal der Wecker das erste Mal vorsichtig klingelt, sehen Sie, Anne, warte mal, Mathe fällt aus, erste Stunde, ich komme erst dann gegen 9 dahin. Ja? Genau, in anderen Worten, ich kann noch 20 Minuten weiter schlafen. Ja. Das wäre die Idee. Genau. Das heißt aber, man muss dann alles miteinander vernetzen, ja? Ja. Und jeder Schüler kriegt das dann auch auf sein Handy. Ja, das war die Idee. Also, dass wir eine App quasi programmieren, wo man die PDF-Version datenschutzgerecht natürlich abbildet. Selbstverständlich, und man halt sehen kann, okay, welcher Lehrer fällt heute aus? Langschläfer-App. Eine Langschläfer-App, die genau. Langschläfer-App. So, die Murmeltier-App würde ich sie nennen. Ja. Sehr schön. Genau. Und ich war da so super motiviert, wie auch nicht. Ist diese App jemals gebaut worden? Hat das funktioniert? Ich habe sie nicht mehr gebaut. Also zwei Jahre später wurde sie dann von einem größeren Unternehmen auch gebaut. Die gibt es auch jetzt an mehreren Schulen. Die wird schon genutzt. Also so einen digitalen Stundenplan, der wird jetzt auf jeden Fall an sehr, sehr vielen Schulen schon verwendet. Okay. Genau. Was war die nächste App, die nächste Idee? Die nächste Idee ist daraus entstanden, dass ich so wenig Erfolg mit der ersten hatte, weil ich eben nicht programmieren konnte. Und das war so das größte Problem. Also ich habe mit 15 oder 16 gesagt, ich will eine App programmieren mit null Erfahrung. Und ich dachte eigentlich, keine Ahnung, so naiv wie ich damals war, das geht doch, wir benutzen doch alle Apps, das kann ich doch irgendwie vielleicht in einem Wochenende irgendwie mal zusammenstellen. Und dann habe ich halt irgendwo bei Softwareunternehmen halt nachgefragt, wie viel das so kostet. Und der erste Berater kommt erstmal mit, Frau Jaff, Sie müssen einen Businessplan aufstellen, Sie brauchen mindestens 10.000 Euro Startkapital. Und ich so, bitte was? Was? Wieso? Wieso kostet das so viel? Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, fragst du mal vielleicht ein paar Lehrer, ob die das können. Und meine Lehrer waren aber auch irgendwie total überfragt, wie man denn eine App irgendwie programmiert. Und ich so, hä? Wieso wissen das so wenige Leute? Und wieso kostet das so viel? Und ich möchte einsteigen. Ich möchte erst mal wissen, wie man programmiert. Mhm. Und so kam dann die zweite Idee zustande, dass ich Programmierclubs gegründet habe und mit meinen Freunden mich hingesetzt habe und gesagt habe, so, jetzt lernen wir mal, was das ist. Und genau, so kam das dann. Aber mit Mathe haben Sie eigentlich gar nichts groß am Hut, ja? Das ist gar nicht so Ihr Steckenpferd. Nee, das war mein schlechtestes Abifach. Also ich habe da, glaube ich, einen Punkt bekommen. Und es ist, also weniger geht's nicht. Weniger geht's nicht, ja. Aber Um zu programmieren muss man doch ein Grundverständnis in Mathematik haben, oder nicht? Ja, Grundverständnis heißt für mich plus minus mal geteilt durch. Also Grundverständnis heißt nicht für mich, dass ich die binomische Formel jetzt einwandfrei und sofort anwenden kann. Das heißt, es geht eher darum, eine Idee zu haben, zu erfassen, genau. Sozusagen, was brauchen wir? Was ist das Projekt, an dem Sie gerade arbeiten? Das Projekt, an dem ich im Moment arbeite, ist Co-Design Factory. Ich habe nämlich gegründet, das ist mein Startup. Und da helfen wir Großunternehmen als auch Mittelständlern, ein bisschen mit der Digitalisierung besser umzugehen und quasi innovative Projekte, Dienstleistungen, Produkte auf den Markt zu bringen, die sie so alleine
nicht hätten machen können. Mit Hilfe von Unternehmern als auch Social Media Stars. Okay, das heißt, das ist Ihr Unternehmen? Ja. Sie beschäftigen Mitarbeiter? Wir sind 4 Gründer. Mhm. Drei davon sind Mädels, da bin ich ganz stolz drauf. 3 Frauen? Ja, super. 3 Frauen. Und wir haben einen Pool aus 25 Leuten, sehr bekannte Gesichter teilweise. Und die haben gesagt, das Thema Digitalisierung interessiert uns. Wir wollen uns da auch mehr einbringen in die deutsche Wirtschaft und dafür sorgen, dass dieses Thema endlich ein bisschen fortgeschrittener weiterkommt. Ja. Das ist wirklich interessant. Sie sehen das eher so von der unternehmerischen Seite, ne? Mhm. Und sagen das auch immer wieder in Interviews. Du musst nicht schauen, wie Amazon funktioniert. Du musst dir anschauen, wer Amazon gegründet hat und was für eine Vision dahinter steckt. Ja. Oder bei Facebook oder bei vielen, vielen anderen, die dann zu Multimilliardenunternehmen aufgestiegen sind. Freue mich sehr, dass wir uns heute mal kennengelernt haben. Aya Jaffar, heute unser Gast, entwickelt Apps. Dieser Mann entwickelt Afrika hoffentlich weiter. In unserem Sinne herzlichen Dank, Herr Müller, dass Sie heute unser Gast waren. Alles Gute, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Dann diskutieren wir wieder über Entwicklungshilfe. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei einem der besten deutschen Torhüter, bei René Adler. Vielen Dank, René, für den Besuch. Und bei Dieter Hamann, der Liverpool-Legende. Vielen Dank, Dietmar. Jetzt die Kollegen von heute Plus. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Danke. Tschüss.